Martin, schau mal, das ist doch Hannas alte Lehrerin, die da gesucht wird. Ja, aber nee, hat die sonst immer so viel Schminke drauf gehabt? Das kann doch nicht sein. Martin, ich bin mir wirklich sicher, da steht auch Mathelehrerin von Playmobil City aus der Grundschule aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ich bin mir so sicher, das ist sie. Oh Mann, aber die war doch auch immer so gemein zu Hannah. Oh, wenn es da nicht wieder Schwierigkeiten gibt. Ich habe es dir jetzt 100.000 Mal gesagt, nein! Oh, Hanna, kann ich jetzt bitte den Laptop haben? Bitte, 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 bitte. Nein, immer noch nicht. Auch nicht in 5 Minuten. Ich brauch den jetzt. Lass mich in Ruhe, Julian. Sind denn die 5 Minuten schon um? Jetzt vielleicht? Oder jetzt? 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 Komm schon, jetzt! Hallo, ihr beiden. Ich muss einmal ganz kurz mit euch sprechen, beziehungsweise eher mit Hannah. Oh, perfekt, dass du da bist, Mama. Was ist Du denn? bist jetzt mein Arzt, ich meine mein Anwalt. Also kannst du mir bitte den Laptop von Hannah holen? Sie gibt den mir nicht, bitte. Ja, weil ich den jetzt auch brauche. Julian kriegt den jetzt nicht. Auf gar keinen Fall. Also, der Laptop, der wird jetzt einen Moment kurz Mama! zugeklappt. Jetzt nicht. Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Mama. Gibst du den jetzt wirklich Julian? Ich hatte den. Nein, Hannah, Oh, Mama, das das ist darf echt ich, darf ich? Oh, unfair. Mama, klasse, dass du den geholt hast. Super, du bist ein super Es Arzt. geht um Ich was meine ganz Anwalt. anderes. Oh, jetzt aber ein bisschen Ruhe. Es geht darum, dass die böse Mathelehrerin von dir aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ah! Böse Mathelehrerin, das war doch dieses eine Monster hier, was letztes Mal. Oh nein! Oh, die böse Mathelehrerin ist ausgebrochen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, das ist wirklich furchtbar. Ich mache mir echt Sorgen. Was ist, wenn jetzt schon wieder der ganze Schlamassel von vorne losgeht? Ach, mach dir keine Sorgen, Mama. So, ihr könnt jetzt rausgehen. So, raus, Julian. Ich will zurück an meinen Laptop. Also irgendwie schien das Hannah gar nicht irgendwie zu stören. Ich weiß nicht, die war echt nicht irgendwie aufgeregt oder nervös oder so, aber ich bin's total. Oh nein, das muss ich Emma direkt erzählen. Schon wieder sind Monster hier in Playmobil City unterwegs und die Ghostbusters sind natürlich im Urlaub auf Play Mallorca, war ja klar. Oh, wir müssen auf jeden Fall diese Lehrerin fassen. Ich werde jetzt zu den Schülern nach Hause gehen und die mal befragen. Vielleicht haben die irgendwas mitbekommen. Sehr gut, und ich schaue mal im Shopping Center vorbei. Irgendwer muss diese Lehrerin doch gesehen haben. Also, das kann doch nicht sein. So, dann will ich mal klingeln. Also, hier wohnt eine der Schülerinnen, die bei ihr Matheunterricht hatten. Oh, die Polizei? Was ist denn los? Ja, vielleicht haben sie mitbekommen. Eine ehemalige Mathelehrerin von der Grundschule Playmobil City war im Gefängnis und ist jetzt ausgebrochen. Oh Gott, wie schrecklich! Kommen Sie doch rein! Sie wollen sicher mit meiner Tochter Pia sprechen. Pia! Ja, schön, Pia, dass du dir kurz Zeit nimmst. Also, eure Mathelehrerin, eure ehemalige Mathelehrerin ist es aus dem Gefängnis ausgebrochen. Was? Weißt du dazu irgendetwas? Boah, keine Ahnung. Ich habe dich schon ewig nicht mehr gesehen. Also ich kann Ihnen eigentlich nichts zu sagen. Ach ja, gut. Vielen Dank für die Unterstützung. Also, tschüss. Ach, Dave, mein Junge, du musst dich doch irgendwie dran erinnern. Du hast sie doch bestimmt irgendwo gesehen, oder? Also, das wäre wirklich nett, wenn du Nee, da mal nachdenken könntest, ich weiß Dave. es nicht. Also, ich wusste nur, dass sie im Gefängnis ist und ich habe sie nur davor gesehen, danach nicht mehr. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Das wird echt schwierig. Dann gehe ich mal weiter zur nächsten Schülerin. Oh ja, Dave, ich hab's mitbekommen. Pia hat mich auch schon angerufen. Ich weiß das. Ja, danke. Was rufen nämlich alle an und sagen mir Bescheid? Ich weiß, dass die Mathelehrerin ausgebrochen ist und ich habe sie auch schon gesehen, aber das darf keiner erfahren. Ja, Herr Vogel, ich würde gerne einmal mit Ihrer Tochter Hannah sprechen. Ja, okay. Ach, geht es um die Lehrerin? Und sind Sie wegen der Lehrerin hier? Gibt es da schon irgendwie was Neues? Wurde sie jetzt endlich gefasst? Nein, nein, wir sind immer noch bei den Ermittlungen. Also, wir suchen sie noch. Und sie ist immer noch frei? Ach, das gibt's doch wohl nicht. Also, Ihre Tochter Hannah, die hatte ja auch immer Schwierigkeiten mit der Lehrerin. Deswegen dachte ich, vielleicht hat sie irgendwelche Informationen für uns. Könnte ich mal mit ihr sprechen? Klar, natürlich. Ich werde Hannah sofort holen. Oh, was macht denn die Polizei hier? Hannah? Oh nein, ich glaube, Hannah kommt ins Gefängnis. Was ist denn los, Mama? Hast du mich gerufen? Hey, psst, Hannah, Hannah, nicht dahin. Die suchen dich. Ich glaube, du kommst ins Gefängnis. Ich weiß nicht, wie lange, vielleicht dein ganzes Leben. Also, krieg ich dann dein Zimmer? Hanna, da bist du ja schon. Was ist Das denn ist Hanna, los? unsere Tochter. Ach ja, gut, Hanna. Also, ich würde dich gerne ein bisschen zu der bösen Mathelehrerin befragen. Hast du die irgendwo gesehen? Also, ich hab die. Ja, das war ja meine Mathelehrerin. Natürlich habe ich die schon mal gesehen. Nein, Hanna, ich meine, seitdem die Lehrerin ausgebrochen ist. Also, ganz ehrlich, hast du sie irgendwo gesehen? Also, Sie wollen von mir wissen, ob ich die böse Mathelehrerin irgendwo gesehen habe, seitdem sie ausgebrochen ist? Ja, Hanna, hast du sie gesehen? Sag schon. Also gut, Sie sind ja von der Polizei. Ich muss ja ehrlich sein. Ich hab sie gesehen. Was, Hanna? Du hast sie gesehen und du hast mir das gar nicht gesagt, aber sie ist doch flüchtig. Also, Hanna, sehr schön, dass du mir das jetzt alles erzählt hast. Leider bringt uns das auch nicht viel weiter, aber immerhin wissen wir, dass sie auch schon wieder in der Schule war. Ja, mehr weiß ich wirklich nicht. Also, ich hab sie da gesehen. Martin, kannst du dir vorstellen, warum Hanna uns sowas nicht erzählt? Warum versucht sie denn die Lehrerin irgendwie zu decken? Also gut, Hanna Vogel, vielen Dank für deine Unterstützung. Und wie besprochen, wenn du sie nochmal irgendwo siehst, sofort die Polizei rufen. Ja, ich werde mich bei Ihnen melden.
Und ich glaube, ich werde das auf meine eigene Art und Weise lösen. Ja, die Polizei war auch bei mir zu Hause. Ja. Das ist doch total abgefahren, dass sie die suchen. Ich meine, die verhören jetzt schon die Kinder. Voll seltsam. Naja, wart mal ab hier. Bald suchen die nicht mehr. Hä? Wieso denn das? Weißt du irgendwas, Hannah? Da bist du ja, Ronja, und ich habe keine Angst vor dir. Du sollst aber wirklich weiter Angst vor mir haben. Bist du nicht eigentlich suspendiert von der Schule? Was machst du hier überhaupt noch? Ja, nur bis zur Klassenkonferenz. Die ist morgen. Heute nach der Schule, da habe ich was ganz Großes mit dir vor. Besser, du bringst die Unterstützung mit von deiner Komplizin. Hä? Was meint Hannah wohl? Ich sollte mir lieber Komplizin mitbringen? So ein Quatsch. Herr Chillig, ich muss mit Ihnen reden. Oh nein, was passiert denn da? Nein, ich muss die andere Serie gucken. Was? Wie? Sie was? Oh. Herr Chillig. Hannah, du bist da. Ja, was gibt's denn? Ich muss mit Ihnen reden. Also, ich habe eine ganz große Sache vor. Bitte bestellen Sie die Polizei für nach der Schule auf den Schulhof. Am besten inkognito. Also, ohne Polizeiklamotten. Hannah, also tut mir leid, auf deine Spielereien habe ich jetzt keine Lust. Was soll das? Herr Chillig, vertrauen Sie mir, direkt nach der Schule. Auf jeden Fall brauche ich die Polizei. Wie? Hannah, bleib hier, hey, was? Oh. So, Hannah, die Schule ist jetzt endlich rum. Wir wollen nach Hause, kommst du mit? Ich meine, Emily und ich gehen zusammen. Nein, also, ich bleib hier noch einen Moment. Ich treffe mich hier mit jemandem. Ihr könnt ruhig schon gehen. Hannah, das was damit zu tun, was du vorhin gesagt hast? Brauchst du nicht irgendwie unsere Hilfe? Du weißt doch irgendwas zu der Lehrerin. Nein, danke, ihr beiden. Also, ihr könnt mir nicht helfen. Ich klär das alleine. So, Pia und Emily sind weg. Dann hoffe ich mal, dass gleich Ronja und die böse Lehrerin kommen. Oh nein, wie blöd diese Hannah Vogel einfach ist. Sie will sich alleine mit uns hier treffen. Oh Mann, so einfach. Hey Hannah, du kommst gegen uns sowas von nicht an. Hey, lass das mich. Das hast du jetzt davon. Total naiv. Ach, diesen Hinweis, den ich bekomme. Ah, stimmt, da hinten ist sie doch, die böse Mathelehrerin. Das war's für dich, Hannah Vogel. Jetzt kommt sie in die Toilette. Ja. Endlich kann ich mich bei Hannah Vogel rächen. Lass sie nicht runter. Das gibt es doch nicht. Einfach jetzt schnell die Polizeimütze aufsetzen und dann fasse ich mir diese böse Mathelehrerin mal. Lass Hallo? Sie mich runter. Sie da, hey. Ich würde mal sagen, Sie sind verhaftet. Wir sind schon auf der Suche nach Ihnen hier in ganz Playmobil City. Was? Ich? Ich bin doch unschuldig. Wie bitte? Sie unschuldig? Sie kommen jetzt wieder ins Gefängnis. Da gehören Sie auch hin. Was? Das kann doch nicht sein. Was machen Sie da? Sie ist doch eine Lehrerin. Hannah, jetzt sag nicht, dass du das alles warst. Das hast du doch eingefädelt. Natürlich war ich das. Sehr gute Arbeit, Hannah Vogel. Endlich haben wir die böse Lehrerin. Dank dir. Du, Hannah, sag mal, hast du Lust, heute vorbeizukommen? Ich hatte ja letztens Geburtstag und da wollte ich so eine kleine Runde machen zu meinem Geburtstag. Und du musst mir aber auch nichts schenken. Das ist ganz spontan. Oh ja, Pia, also ich habe noch gar kein Geschenk für dich. Aber ja, ich würde gerne vorbeikommen. Habe ich das richtig gehört? Hier gibt's eine Party. Also da wäre ich glatt dabei. Klar, komm gerne rum. Ich freue mich total. Bis nachher. Du, Mama, Pia macht heute eine Party. Darf ich da hingehen? Eine Party? Das klingt ja gut. Einfach so? Ich kann dich gern vorbeibringen, wenn du möchtest. Nee, brauchst du nicht. Ich gehe schon alleine. Hausaufgaben habe ich auch fertig. Tschüss. Ach, hallo, Hannah. Ja, die anderen sind alle schon oben. Okay, ja, ich gehe dann auch mal hoch. Danke fürs Reinlassen. Die anderen alle? Wer wird das wohl sein? Also, Pia wird wohl mich eingeladen haben. Emily, Dave hat sie jetzt ja auch mit eingeladen. Hey, Pia, ich bin da. Hey, Hannah. Oh, hey, Hannah. Hallo, Hannah. Oh Gott, mein Cousin Nils und Erik Eitel sind beide da. Ach, wie schrecklich. Warum hat Pia die denn eingeladen? Hannah, also wenn du Wassermelone möchtest, kannst du dir gerne was abschneiden. Und hier sind auch noch schon Getränke hingestellt worden von Mama. Pia, sag mal, warum hast du denn Erik eingeladen und Nils? Warum nicht? Ich meine, mit Nils bin ich ja sowieso befreundet und er hat gefragt, ob er noch einen Freund mitbringen kann. Und dann hat er eben Erik mitgebracht. Oh Mann, das kann ja was werden. Tolle Party, zusammen mit Nils und Erik Eitel. Dave, hast du schon gesehen, wer da ist? Ja, also ich wusste es und ich weiß auch, dass sich das mega ärgert. Also mich freut's auch nicht. Also naja, eine gute Party ist das hier jetzt nicht. Also eine gute Party muss auch Kaviar haben und vielleicht auch Gold, aber ich sehe davon nichts hier. Nils, letztens hast du noch bei uns gewohnt. Ihr seid doch pleite. Was erzählst du denn da? Du bist nicht mehr reich. Psst, Hannah, also das weiß noch keiner. Also bitte kein weiteres Wort darüber. Oh, das ist ja wieder so typisch für Nils. Das soll jetzt keiner wissen, dass er kein Geld mehr hat. Und er tut immer noch, als wäre er der Reichste von allen. Was ist denn jetzt los hier? Warum müsst ihr euch denn schon wieder streiten? Gar nichts ist los. Wir streiten gar nicht. Ach, hallo Hannah, also wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ich bin's, der Erik Eitel. Oh ja, ich hab dich schon erkannt. Also hier auf der Couch ist eigentlich noch Platz. Wie wär's denn, wenn wir uns ein bisschen unterhalten, hm? Oh, das kann doch nicht sein, dieser Erik Eitel schon wieder. Hannah, nervt er dich?
Dave, alles gut, das kriege ich schon alleine geregelt. Oh Mann, der ist mal echt richtig, richtig nervig. Ich setze mich auf gar keinen Fall neben ihn aufs Sofa. Ich setze ihn neben dir, Dave. Und neben dir, Emily. Ja, ist okay. Oh, eine andere junge, nette Dame. Hallo, wir kennen uns doch gar nicht. Erik Eitel, hallo, bin ziemlich ich bin reich. Emily. Ja, so sehe ich auch aus. Oh, du bist aber groß gewachsen, fast so wie mein Papa. Ich muss mal aufstehen, um dir auch die Hand zu geben. Aber mich freut es, Erik Eitel, wie gesagt. Mich freut es auch sehr. Ich bin Emily. Ist Eitel Emily, dein ein sehr, sehr schöner Nachname? Ach, Pia, du, ich wollte dir eigentlich was ganz, ganz Teures schenken, das so richtig viel Glamour hat. Aber echt? Ich hab's leider zu Hause vergessen. Ja, ja, und ist nicht, weil schlimm. Ich kein Geld habe, sondern ich hab's einfach nur vergessen. Kein Problem. Nils, ich hab's ja schon öfter gesagt, ich will kein teures Geschenk von dir haben. Von mir aus hättest du doch einfach auch Blumen draußen pflücken können. Wäre auch in Ordnung. Hauptsache, du bist da. Ach, also ich muss dir nichts Teures schenken oder sowas? Ja gut, okay. Das mache ich aber auch nur, weil du es bist. Also, weil du es auch nicht möchtest. Sonst hätte ich dir jetzt hier ein Auto gekauft oder ein ganzes Haus. Na? Ach, Quatsch. Emily, wo möchtest du denn hin? Bleib doch stehen. Ich habe viel Geld. Emily, ich habe gesehen, du hast jetzt auch Erik Eitel kennengelernt. Also, das ist ein ganz komischer Typ. Ich will dich nur vorwarnen. Emily, da bin ich schon wieder. Möchtest du vielleicht was trinken? Vielleicht eine Waldmeisterschorle oder so? Klar. Ich weiß echt nicht, was Hannah hat. Dieser Erik, der scheint doch ganz nett zu sein. Sehr höflich. Schön, dass wir uns hier kennengelernt haben. Ja, auf einen schönen Nachmittag. Finde ich auch. Stößchen. Also, was soll das denn bitte? Ich wollte hier eine Himbeerschorle, aber das ist höchstens ein Himbeersaft. Also bitte. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Meine Blaubeerschorle, die ist wirklich lecker. Also bitte, lecker? Was verstehst du denn unter lecker, Emily? Das ist doch, also eine Himbeerschorle, die muss Kohlensäure haben und muss nach Himbeer schmecken. Also das tut sie irgendwie nicht. Nicht? Oh, weißt du was, Dave? Diese Party ist einfach schrecklich. Erst sind Erik Eitel und Nils Schnösel da und hier ist auch echt schlechte Stimmung, finde ich. Ja, ich weiß. Hanna, hätte ich das gewusst, dann wäre ich auch nicht auf diese Party gekommen. Also, ja. Und am meisten nervt mich, dass Nils hier die ganze Zeit angibt, als hätte er mega viel Geld. Ja. Dabei haben die kein Geld mehr. Die haben letztens schon bei uns gewohnt. Nils, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Oh, Hanna, was ist denn jetzt schon wieder los? Lass ihn doch einfach mal in Frieden. Hanna, wehe, das ist ein Geheimnis, das haben wir eben abgesprochen, wehe. Hä, was denn für ein Geheimnis, Nils? Sag schon. Gar nichts, ne, Hanna? Gar nichts. Nils, ich sehe überhaupt nicht ein, für dich zu lügen. Also, Nils Schnösel hat kein Geld mehr. Jetzt ist es raus. Pia, glaub ihr kein Wort. Hanna, was erzählst du das da stimmt, nur? Das stimmt, wir haben also letztens bei uns gewohnt. Ich bin reich. Nils, hab ich das gerade... Du hast kein Geld mehr? Wie, bin ich dann der Reichste hier aus Playmobil City? Und Nils, eins muss ich sagen, du hast dich schon geändert. Also du bist nicht mehr der reiche Typ, den ich mal kennengelernt habe. Und naja, wie soll ich sagen, ich umgebe mich nicht gerne mit Leuten, die nicht reich sind. Also Nils, war es das mit unserer Freundschaft? Das verstehe ich nicht. Also ich bin auch nicht reich. Und warum hast du denn dich überhaupt mit mir unterhalten? Ja, ich bin vielleicht gerade nicht reich, Erik, aber ich werde wieder reich, ja. Oh Nils, ist doch total egal, ob du jetzt reich bist oder nicht. Mir ist das echt schnurzpiep egal. Ich mag dich trotzdem. Ja, danke, Pia. Aber Erik, bleib bitte. Bald habe ich wieder Geld. Och, Nils, vergiss doch mal dein Geld. Das ist auch nicht alles. Ich meine, dass wir Freunde sind, ist doch viel wichtiger. Oh Mann, mir wird das hier langsam echt alles zu viel. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Dave, kommst du mit? Ja, klar, natürlich. Pia, du, sorry. Schöne Party auf jeden Fall. Tschüss. Warum sind die denn jetzt alle abgehauen? Oh, vielleicht hat diese Schorle doch nicht geschmeckt. Jetzt bin ich hier fast die Einzige. Ich glaube, ich gehe auch mal lieber nach Hause. Dave, schon in dem Moment, wo ich Erik Eitel und Nils gesehen habe, wusste ich, dass die Party nichts wird. Tut mir ja leid für Pia, aber oh Mann, ich war so sauer. Also Pia, ich habe einen perfekten Film für dich ausgesucht. Das ist ein Film mit Hasen und der wird dir gefallen und den schauen wir uns gemeinsam an, okay? Und kannst du was sehen? Sag doch was. Achso, ja, du kannst ja nicht reden, aber ich kipp ihn noch ein bisschen, okay? Okay, dann können wir starten. Der Film heißt auch Peter Hase, richtig witzig, ne? Oh, Hanna ist ja gerade gar nicht da. Dann kann ich ja bestimmt ihren Schreibtisch benutzen. Da kann ich ein riesen Bild drauf malen. Hey, Julian. Hey, was wird das? Mach mal ein bisschen Platz. Ich muss da durch. Sorry. Also, ich bin gerade hier mit Pia. Wir wollen einen Hasenfilm gucken. Ist besetzt. Tut mir leid. Ach, kein Problem. Ich störe euch doch gar nicht. Ich bin ganz ruhig und male. Guckt ihr nur den Film. Ich werde nichts sagen. Ich bin ganz still. Und nebenbei kann ja der Film laufen. Dann kann ich da noch zuhören. Ah, dieses Papier. Ich höre das doch rascheln. Das nervt. Hey, Pia, sag doch auch mal was. Die stört uns, oder nicht? Emma, Pia, sag, du störst uns. Oh, Julia, jetzt stell dich nicht so an. Das ist nicht dein Zimmer. Also kannst du mich auch nicht hier rausschicken. Das kann nur Hanna. Oh, und ob ich dich hier rausschicken kann? Wir sind zu zweit und du bist alleine. Also raus. Und außerdem war ich hier als erstes. Also. Oh, du bist total unfair. Nö.
Hey, ihr beiden, einmal kurz Platz machen, bitte. Ich bin hier am Staubsaugen. Hey! Papa, nein, das geht gerade nicht. Ich bin jetzt hier. Nein, ich. Hallo, Hanna. Hallo, Mama. Na, wie war es in der Schule? Hat sich die ganze Aufregung gelegt? Ist es jetzt wieder normal bei euch in der Schule? Ach, Mann, frag mich nicht. Ich glaube, normal wird es niemals bei uns in der Schule sein. Und deswegen brauche ich jetzt auch ganz viel Ruhe. Ich gehe in mein Zimmer. Bis später. In so 1-2 Stunden. Kinder, ich muss hier Staubsaugen, sonst gibt's von Mama Ärger. Also raus. Ich bin jetzt hier. Nein, ich bin jetzt hier. Ich war als Erstes. Ich will den Film gucken. Was ist hier denn los? Das ist mein Zimmer. Was macht ihr hier alle? Hanna, ich wollte Pia nur was Gutes tun. Ich wollte mit ihr einen Film gucken. Und ich wollte ihr nur malen. Dann kam Papa mit dem Staubsauger. Hanna, Schätzchen, ich wollte doch nur hier dein Zimmer staubsaugen. Also ich bin nur ganz, ganz nett. Also die Pia, die hat mich gefragt, ob sie mit mir einen Film gucken kann. Und da habe ich einfach einen Film angeschmissen und mehr auch nicht. Ihr seid doch alle verrückt geworden. Raus aus meinem Zimmer. Ich will Ruhe haben. Ach, Hanna, Schätzchen, ich weiß, du hattest bestimmt einen stressigen Tag in der Schule, aber meckern hilft doch auch nicht weiter. Ich geh schon. Hab die Schnauze voll. Ich will doch einfach nur mit meiner Freundin Pia einen Film gucken. Mehr nicht. Aber nein, Hanna verbietet es ja wieder. Ja gut, okay, Schätzchen. Also, wenn du uns hier nicht drinne haben willst, dann würde ich sagen, staubsaugst du aber selber. Oh ja, mache ich. Aber endlich raus hier. Da kommt man in sein Zimmer und da ist ein totales Chaos. Oh Mann, langsam habe ich wieder ein bisschen Ordnung gemacht. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen auf mein Bett und entspanne mich. Tja, wenn die alle mein Zimmer haben wollen, kein Problem, können die haben. Dann würde ich die Luxusvilla ein bisschen umgestalten. Dann würden Julian und Emma sich mein Zimmer teilen. Emma, das Ding kommt nicht auf mein Bett, auf gar keinen Fall. Hä? Bist du total verrückt geworden, Julian? Du stehst auf meinem Prinzessinnenschloss. Ja, wo soll ich denn sonst stehen? Hier ist ja nirgendwo Platz, außer dieses große Prinzessinnenschloss, das ist viel zu groß für unser Zimmer. Was sollen die ganzen Plüschtiere hier eigentlich, hä? Sind wir hier auf einer Safari oder so? Weg damit! Was? Die schlafen da! Aha, das sagt der Richtige. Und was macht dein Skateboard hier auf dem Schrank? Ja, also Skateboard fahren, ja gut, okay, kann ich hier im Zimmer wahrscheinlich nicht. Oh, ich liebe mein neues Zimmer. Das ist so groß und so ruhig. Und ich habe einen gigantischen Kleiderschrank nur für mich allein mit ganz vielen tollen Klamotten. Hanna, Schätzchen, also wo ist denn hier das Schlafzimmer von uns? Also hier war früher unser Schlafzimmer, das weißt du. Papa, geh einfach die Treppe hier runter. Dann findest du euer Schlafzimmer. Das ist jetzt woanders. Und ich werde dann mal in mein zweites Zimmer gehen. Ein Büro ganz für mich alleine. Hier kann ich in Ruhe meine Hausaufgaben machen, ohne dass mich jemand stört. Ich kann am Laptop spielen und malen. Und Pia hat jetzt auch ihr eigenes Zimmer. Na, Pia, gefällt's dir? Guck mal, du hast ganz viel Platz, du kannst hier überall rumhoppeln. Och ja, Pia, ich sehe schon, wie du dich freust. 3 Zimmer, ganz für mich alleine und ganz viel Ruhe. Das gefällt mir. Oh, Emma, so geht's nicht weiter. Wir müssen das Zimmer hier irgendwie teilen oder so. Ja, aber meine Hälfte wird größer. Ich habe mehr Sachen. Nein. Hi, Emma. Hey, Julian. Ich sehe, ihr spielt zusammen. Schön. Was soll das heißen, schön? Das ist überhaupt nicht schön. Guck dich mal um. Das reinste Chaos. Tja, die wollten ja immer in mein Zimmer. Dann haben sie jetzt mein Zimmer, mein altes Zimmer. Ich habe jetzt 3 eigene. Oh, klasse. Hätte ich mir niemals gewünscht, dass ich hier in Hannas Zimmer wohne. Würde. Ja, ich find's doof. Ach, Martin, das ist total super. Wir können jetzt im Bett Fernsehen gucken. Total gemütlich. Also irgendwie habe ich mir das immer so gewünscht. Und wir müssen gar nicht mehr nach oben in unser Schlafzimmer. Perfekt. Hey Mama, hey Papa. Ich gehe mal gerade in die Küche. Hey Hanna, alles klar. Und außerdem, wir lieben unser neues Schlafzimmer. Ja. Ich bin dann mal wieder oben. Also wenn ihr mich sucht, ich bin in einem meiner 3 Zimmer. Ihr könnt mich ja suchen. Ja, okay. Also wir finden es einfach nur klasse, dass wir hier von unserem Bett Fernsehen gucken können. Super Idee. Tja, war ja auch meine Idee. Also ich habe so gute Ideen, das ist einfach perfekt. Ich finde auch, dass das total gerecht ist. Ich bin die Älteste, ich brauche 3 Zimmer, die beiden Kleinen können sich ein Zimmer teilen. Oh, Hanna, hallo, hörst du mir mal zu? Du hörst mir die ganze Zeit gar nicht zu. Also kann ich dich bitte mit Pia den Film gucken? Das ist voll unfair, dass du mich rausgeschickt hast. Hey Julian, was machst du denn hier? Oh, ich bin doch in meinem alten Zimmer. Oh, Hanna hat mal wieder ihre 5 Minuten. Hanna, das ist doch dein altes Zimmer, also dein neues altes Zimmer. Das hast du doch schon länger, also verstehe ich nicht. Hannalein, stehst du dann auf? Du musst zur Schule. Hallo Mama, guten Morgen. Ich bin schon wach. Ich habe, glaube ich, die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Was ist denn los, Hanna? Geht's dir nicht gut? Bist du krank? Du weißt doch, heute ist doch die Konferenz und ich bin total aufgeregt. Ich glaube, daran lag das. Hanna, mach dir deswegen keine Sorgen. Ich meine, dich trifft ja keine Schuld und wenn du möchtest, kann ich dich gerne unterstützen und mitkommen. Ach, Mama, danke. Nein, aber ich muss da alleine durch. Na gut, wie du willst. Ich mach dir schon mal dein Frühstück fertig. Du kannst dich ja fertig machen. Hanna Vogel, du schaffst das schon. Das war alles nicht deine Schuld, sondern Ronjas Schuld. Das wird schon gut gehen. So, ich glaube, für einen besonderen Tag braucht man auch ein besonderes Frühstück. Donuts. Das wird schon. Oh, danke, Mama. Das ist aber lieb. Da habe ich direkt was, wo ich mich drauf freuen kann, nach der Klassenkonferenz.
Du kannst dir das ja schon mal einpacken, Hannah. Ich gehe mal deine Geschwister wecken. Der Donut ist zwar lecker, aber ob der wirklich meinen Tag verbessern wird, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen, wie das gleich läuft. Das Telefon heute Morgen? Oh, vielleicht fällt die Schule aus und es ist eine Telefonkette. Hallo, hier ist Hannah Vogel. Wer ist da? Hör mal zu, du da. Hannah Vogel, du sagst heute überhaupt nichts über Ronja. Hast du gehört? Gar nichts. Falls du doch irgendwas Schlechtes über Ronja sagst, dann mache ich dir dein Leben zur Hölle. Hast du gehört? Hey, bitte was? Wer ist denn da dran? Wer ist das da? Okay. Oh nein, ich weiß gar nicht, wer das war. Und wenn ich jetzt was gegen Ronja sage, dann werden mir bestimmt noch viel bösere Streiche gespielt. Och Mann, was soll ich denn jetzt machen? Hanna, hat nicht gerade das Telefon geklingelt? Wer war denn dran? Keine Ahnung, wer das war. Also wahrscheinlich verwählt oder so. Ich gehe jetzt zur Schule. Tschüss, Mama. Okay, tschüss. Also Hanna, die verhält sich wirklich manchmal sehr merkwürdig. Geheimnisvoll irgendwie. Oh Mann, ich glaube, das hat sowas von gesessen. Ich glaube, Hanna traut sich kein Wort zu sagen. Mir wird nichts passieren bei der Klassenkonferenz, das glaube ich. So, liebe Kinder, können wir dann mit dem Unterricht starten? Frau Zahl, ich wollte da was sagen. Also können wir nicht auf Hanna warten? Ich glaube, sie ist heute ein bisschen zu spät. Richie, Hanna kommt erstmal nicht. Also nicht die erste Stunde, erst die zweite oder dritte, keine Ahnung. Das stimmt, Richie. Sie hat heute noch einen kleinen Termin mit der Schulleitung. Ich hoffe, das geht gut. Wir fangen schon mal ohne sie an. Eieiei, diese Klassenkonferenz. Was da wohl bei rumkommt. Ich hoffe, Ronja wird endlich bestraft. Ach, meine kleine Ronja, das ist heute wirklich ein ernster Termin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendein Kind was angetan hast. Du bist doch so eine Liebe. Ja, bin ich auch, Mama. Das ist wirklich nicht wahr, was die alles erzählen über mich. Ich würde sowas niemals machen. Ach, das weiß ich, meine Kleine. Also ich glaube dir auf jeden Fall. Aber jetzt gab es mehrere Vorfälle und du darfst im Moment nicht zur Schule gehen. Und das müssen wir jetzt irgendwie klären. Und ob wir das klären, Mama? Ich glaube, Hanna wird gar nichts sagen, nachdem ich sie angerufen habe. Die wird total Angst haben vor mir. Also ein bisschen muss ich diese Schulkonferenz ja auch vorbereiten. Also was ist denn alles da passiert? Was gab es für Zwischenfälle? Also gab es den Popelauflauf, dann Kopf im Klo, dann noch an die Tafel geklebt. Hallo Herr Chillig, bin ich hier richtig für die Konferenz? Ist ja noch gar keiner da. Ach, guten Morgen Hanna. Ja, komm ruhig rein, du bist die Erste heute. Und Hanna, wie fühlst du dich heute Morgen? Also das wird schon, mach dir keine Sorgen. Ach, ganz okay Herr Chillig. Oh Mann, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ich habe ja diesen Drohanruf bekommen. Hanna, du kannst den Rucksack ruhig ablegen. Also das wird heute ein bisschen länger dauern. Ja, natürlich. Oh Mann, ich bin so durch den Wind. Wann kommen denn jetzt die anderen, Herr Chillig? Wann geht's denn endlich los? Hallo, ich bin die Mutter von Ronja, die Gabriele. Sind wir hier richtig zur Konferenz? Ah ja, sehr gut. Guten Morgen. Ja, Sie können ruhig hier vorne Platz nehmen. Direkt neben mir, mit Ihrer Tochter bitte. Oh, Ronja hat ihre Mutter mitgebracht. Vielleicht hätte ich Mama doch auch mitnehmen sollen. Oh Mann, ich bin so nervös. Ich habe einen richtigen Kloß im Hals. Vielleicht trinke ich mal einen Schluck. So, okay, wir sind ja heute hier zusammengekommen, um endlich aufzuklären, was in den letzten Wochen hier in der Schule schiefgelaufen ist. Ja, es gab ja einige Vorfälle hier in der Schule. Zum Beispiel wurde Hanna an die Tafel geklebt oder auch in die Mülltonne gesteckt und noch viele andere Sachen. Die möchte ich jetzt gar nicht alle aufzählen, sind schlimm genug. Und die möchten wir heute mal klären. Also ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Ich habe nichts gemacht. Ich höre die Sachen zum ersten Mal. Ich war das nicht. Keine Ahnung, wer das war. Also Herr Chillig, ich unterstütze da meine Tochter voll und ganz. Sie würde nie so etwas tun. Die war doch auch so eine vorbildliche Schulsprecherin hier an der Schule. Alles so kompliziert. Hanna, erzähl du doch mal aus seiner Sicht. Wie war's? Also das mit Erzähl ruhig. Mit der Toilette. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Herr Chillig. Ich habe doch gesagt, ich war das nicht. Und jetzt sagt sie, dass sie sich nicht erinnern kann. Sehen Sie, Herr Chillig, ich kann das auf gar keinen Fall gewesen sein. Das war bestimmt wer anders. Also, ob das Ronja war, das weiß ich nicht. Das ging alles so schnell und ich habe nichts gesehen. Aber Hanna, ich habe es doch selber mit meinen eigenen Augen gesehen, dass es Ronja war. Hanna, du kannst es ruhig sagen. Mach dir keine Sorgen. Also, ich sage die Wahrheit, Herr Chillig. Sie wissen doch, dass ich nicht lüge. Oh Mann, was sage ich hier überhaupt? Ich muss dringend auf die Toilette. Bis gleich, komm gleich wieder. Ja gut, Hanna. Ja, also die Wahrheit möchte irgendwie nicht ans Licht kommen. Das dauert heute ein bisschen länger, tut mir leid. Herr Chillig, also ich glaube, Sie verschwenden hier unsere kostbare Zeit. Ronja war das nicht, das steht fest. Ja, also da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ich bin gleich wieder da. Hanna, du musst die Wahrheit sagen. Du willst doch nicht als Lügnerin dastehen. Ich muss die Wahrheit sagen, ja. Anna, ich meine natürlich, Frau Zahl, kann ich vielleicht ein paar Schüler hier mal kurz entführen? Nur noch für eine kurze Zeit. Max, ich meine, Herr Chillig, natürlich, wenn es um die Konferenz geht, selbstverständlich. Okay, Dave, Richie, Emily und Pia, einmal bitte mitkommen. Das kann doch jetzt echt nicht sein, was wollt ihr denn hier? Das klären wir gleich, Ronja. Wir warten jetzt erstmal noch auf Hanna.
Leute, was wollt ihr denn alle hier? Das ist doch nur eine Sache zwischen Ronja und mir. Hanna, wir sind hier, um dich zu verteidigen. Genau. Wir sind deine Freunde. So, ich hoffe, das können wir jetzt mal langsam hier klären. Also diese Kinder hier, meine Schüler, die können das bezeugen, was Ronja hier getan hat. Das war Ronja. Oh, das kann alles gar nicht sein. Das ist eine Verschwörung gegen meine Tochter. Das ist eine riesen Unverschämtheit. Mama, du brauchst kein Wort denen glauben. Das sind alles Lügner. Ich kenne die ganz genau. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Hanna von Ronja an die Tafel geklebt wurde. Ja, genau. Und sie wurde auch von ihr mit dem Kopf in die Toilette gesteckt. Mhm. Und sie wurde auch, was ist noch passiert? Genau, sie wurde auch in den Mülleimer von ihr gesteckt. Ja, genau. Oh, das ist so toll, wie sich meine Freunde für mich einsetzen. Ich musste gar nichts sagen. Und jetzt kommt die ganze Wahrheit raus. Komm, Ronja, wir gehen. Also, das muss ich mir nicht anhören. Wir werden einen Anwalt einschalten. Und wir werden auch die Schule wechseln. Du wirst jetzt auf eine Privatschule gehen. Naja, gut. Wenn sie freiwillig gehen, ist auch okay. So kann man das dann auch lösen. Gut, Ronja, du bist dann vom Unterricht freigestellt. Du bist suspendiert erstmal. Hanna, sie ist endlich weg. Ja, oh, danke, weg. Leute. Du hast es geschafft. Auf euch kann man echt zählen. Vielen, vielen Dank. Oh Mann, was könnte ich denn heute machen? Vielleicht Minecraft zocken später. Essen später. Ah, natürlich, ihr könnt mal wieder einen Streich spielen, selbstverständlich. Und Papa sagt, die besten Ideen kommen immer auf Toilette. So, jetzt will ich mal überlegen. Also, was mag denn Hanna gar nicht? Aber natürlich, Toilettenpapier, selbstverständlich. Was kann man denn damit alles machen? Ich könnte ihr natürlich ein Toilettenpapierkleid machen. Oh yes, das ist sowas von genial. Und Hanna wird sich dann aufregen und sagen, oh, typisch Julian. Und dann fängt sie wieder an zu meckern. Oh, das wird klasse. Oh, ich sollte eine Streichefirma gründen. Man kann sich auch noch über kleine Dinge im Leben freuen. Manche eben über auf der Toilette sitzen. Hm, was? Die letzten Monate hat man doch noch ganz anders getanzt. Und so tanzt man jetzt? Das muss ich sofort ausprobieren. Als erstes die Arme in die Luft schmeißen. Klar, das kann ich. Und dann eine Drehung nach rechts. Ah, was ist das? Oh, Volltreffer. Hanna, gefällt dir dein Kleid nicht? Also ich find's richtig gut. Ist von einer neuen Designerin, nennt sich WC. Oh, Julian, was soll das? Warum wirfst du mich einfach ab? Ich hab dir doch gar nichts getan. Und dann auch noch mit Klopapier. Also bitte, das kommt direkt von der Toilettenshow aus Paris. Manche würden dafür Geld zahlen. Ich meine, ich habe sie auch benutzt. Oh, Igitt, das ist ja widerlich. Benutzt das Klopapier. Oh, Julian. Oh, chillax. Ich hab doch nur einen Witz gemacht. Und alle haben gelacht. Bis auf Hanna. Hey, Julian. Na, was hast du gemacht? Emma, da hättest du live dabei sein müssen. Ich hab die Hanna, die habe ich jetzt so mit Klopapier eingewickelt. Das sieht sowas von lustig aus. Guck's dir ruhig an. Die ist bestimmt noch nicht aus ihrem Toilettenkleid raus. Also manchmal denke ich mir, ich sollte dafür bezahlt werden, dass ich so gute Streiche spielen kann. Ich überlege mir mal ein paar neue noch. Oh Mann, Julian ist echt fies. Die wird das Lachen bestimmt noch vergehen. Ja, ja. Hallo, Hanna. Na, oh, was machst du denn da? Oh, ich sammle gerade das ganze Klopapier ein, was Julian in mein Zimmer geschmissen hat. Sollte wohl ein Streich sein. Ich fand's nicht witzig. Oh ja, das hat Julian mir schon erzählt. Ich fand's auch nicht witzig. Der ist echt gemein und richtig fies. Oh, typisch Julian. Ich weiß überhaupt nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich habe ihm nichts getan und dann kommt er einfach rein mit Klopapier. Ich würde es ihm so gerne heimzahlen. Dann mach das doch. Spiel ihm doch auch einen Streich. Ich habe schon eine Idee. Und ich glaube, da wird er auf jeden Fall reinfallen. Das wird richtig gut. Das machen wir zusammen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis Julian sich hier blicken lässt. Das wird er sich nicht entgehen lassen. Das glaube ich auch. Und wenn man vom Teufel spricht, guck mal. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Das kann doch gar nicht sein. Ihr könnt doch nicht einfach im Pool und hier Eis essen. Ohne mich. Also bitte, ich dachte, wir wären Geschwister. Ihr geht hier einfach im Pool und mich lässt ihr hier schwitzen im Haus. Also bitte, das macht man nicht unter Geschwistern. Oh Mann, ich glaube, er hat angebissen. Er regt sich auf jeden Fall schon mächtig auf. Mama! Sag mal, kannst du mir erzählen, was die hier im Pool machen? Und warum kriege ich kein Eis? Du hast gesagt, wir haben keins mehr. Julian, weil du nicht danach gefragt hast, ob du in den Pool darfst, weil du keine Badesachen an hast und das Eis habe ich gerade neu gekauft. Naja gut, heute mache ich mal noch mal eine Ausnahme, weil ich gut gelaunt bin. Ich ziehe mir jetzt meine Badehose an und dann komme ich im Pool. Julian, warte mal kurz noch. Komm mal grad her. Hanna, was willst du denn? Nein, ich will dein Eis nicht. Da ist doch deine Sabber dran. Julian, du bist auch so mutig. Vielleicht willst du noch mal mit dem Skateboard die Treppe runterfahren und in den Pool, Oder traust du dich nicht? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich würde ich mich das trauen, auch wenn ich wieder einen Schneidezahn verliere. Aber Mama hat's verboten. Ach so, naja, aber ich weiß was Julian sich auf gar keinen Fall trauen würde. Der würde nie mit einem Bikini baden gehen. Das glaube ich auch. Das würde er auf gar keinen Fall machen. Das wäre ihm viel zu peinlich. Würde er nicht machen, er ist ein Feigling. Nee, so mutig ist er nicht. Das wird er sich nie trauen. Da ist ja noch ein zweiter Bikini in meinem Zimmer, aber den wird Julian sich bestimmt niemals holen. Also, nee, das macht er nicht, der Angsthase. Oh Mann, wenn Julian den anziehen würde, das wäre so cool. Dann wäre er der coolste Bruder überhaupt. Aber das würde er nicht machen.
Also, was höre ich da? Ich bin nicht Mutti, natürlich traue ich mich das. Weil ich sehe im Bikini bestimmt auch zauberhaft aus. Ich traue mich das. Julian, der Angsthase. Wenn ich das schon höre, das gibt es gar nicht. Sowas, das geht nicht, Julian und Angsthase. Das geht gar nicht. Wenn ich ein Bikini anziehe, ich habe auch den totalen Bikini-Körper, das wisst ihr. Oh Mann, Hanna, woher wusstest du, dass das klappt? Emma, das nennt sich umgekehrte Psychologie. Man sagt genau das, was der andere nicht machen soll und dann macht das doch. Und wo ist jetzt dieser Bikini von Hanna? Also weh, der gefällt mir nicht. Der soll vom Design schön sein. So, ich glaube, Stufe 1 ist jetzt abgeschlossen. Wir sollten dringend Stufe 2 einleiten. Alles klar, Emma. Ich werde mal kurz telefonieren. Hallo, hier ist Hanna. Stufe 2 wurde gerade eingeleitet. Codewort Bikini. Oh Mann, das zwickt aber voll. Na egal, ich glaube, ich kann es tragen. Mhm. Mal sehen, wie ich aussehe. Also eins ist auf jeden Fall klar. Ich sehe besser aus als jedes Mädchen hier in Playmobil City mit diesem Bikini. Hey, du da! Julian, du bist ja süß. Oder sollte ich eher sagen, Julia? Nein, Julian, ich bin doch kein Mädchen. Hallöchen, Mädchen! Ich bin doch noch Julian. Hey, hier ist der mutigste und der coolste und der tollste Junge jemals. Ich bin's, Julian Vogel. Emma, Stufe 2 ist eingeleitet. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Und da kommt auch schon unser zuckersüßes Bikini-Mädchen. Na, was geht? Also dieses Muster, das hätte ich jetzt nicht so ausgesucht. Da merkt man wieder, dass Hanna gar keinen Geschmack hat. Aber sonst okay. Oh. Er hat es wirklich gemacht. Wahnsinn. Ich hab's ja schon von Anfang an gewusst. Oh, Julian, du bist wirklich der coolste Bruder, den man sich vorstellen kann. Komm doch direkt in den Pool. Nee, ich hol mir erstmal mein Eis. Ich meine, das steht mir jetzt auch zu. Hier, Julian, hier ist dein Eis. Okay. Danke, Mama. Wurde auch mal Zeit. Ja, und du brauchst nicht neidisch sein. Ja, ich weiß, ich hab voll den Bikini-Körper. Mhm. Oh, ist das schön hier. Julian, willst du nicht reinkommen? Du kannst doch die Luftmatratze haben. Nee, ich entspanne mich lieber hier. Wenn ich jetzt mit dem Eis im Pool gehe, dann gibt's wieder Ärger und dann muss ich den Bikini wahrscheinlich ausziehen. Ich meine, damit hätte ich auch kein Problem, aber trotzdem. Oh, es hat geklingelt. Wer ist denn da an der Tür? Wie jetzt? Bitte jetzt kein Besuch. Ah nee, das ist bestimmt Papa. Der hat seinen Schlüssel vergessen, wie jedes Mal. Oh, hallo Papa. Wir haben dich alle sehr vermisst. Hey Papa. Der sieht aber... Oh, die sehen gar nicht aus wie Papa. Oh, ich hoffe, die sehen mich so nicht. Also du, Anna, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich doch mein Bikini auch mitgenommen. Oder ist das jetzt nicht Mode? Dave, ich habe auch bestimmt noch irgendwo einen dritten Bikini. Den kannst du dann haben. Ihr könnt alle einen Bikini haben. Dann seht ihr alle aus wie Julian. Ey, ich muss weg nach wie oben. Wie siehst du denn aus? Julia, was ist das denn? Steht dir gut. Oh, Hanna, das war richtig mies. Das ist eine Falle von dir gewesen. Oh, toll. Oh Mann, der Streich ist uns wirklich geglückt. Ja, Mission abgeschlossen. Mission Bikini. Dem haben wir es gezeigt. Du, Hanna, erzähl doch jetzt mal. Also, wie war das bei euch an der Schule? Da gab es ja echt viel Tohuwabohu. Oh, Papa, frag nicht. Das war einfach schrecklich. Ronja, die mich immer gemobbt hat, ja, die wurde jetzt von der Schule verwiesen, also die ist jetzt beurlaubt. Und unsere alte Mathelehrerin, die wurde zum Glück jetzt von der Polizei gefasst, aber das war echt eine schlimme Zeit. Naja, dann ist ja gut. Aber die Zeiten sind ja jetzt vorbei und bald sind ja Sommerferien und dann kommst du auf deine neue Schule. Oh, Papa, ich bin echt froh. Da wird's bestimmt viel ruhiger zugehen. Und ich freue mich jetzt noch, die letzten Wochen in der Grundschule zu genießen. Endlich wieder Normalität an der Grundschule Playmobil City. Oh, Backe, das sieht nicht normal aus. Warum sind denn hier so viele Polizisten? Was ist denn hier schon wieder los? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich vermute das Schlimmste. Hey Leute, Pia, Dave, was ist denn hier los? Wisst ihr, warum hier so viele Polizisten rumstehen? Nee, keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Wir dürfen auch nicht in unser Klassenzimmer. Ja, die wollen uns nicht reinlassen. Ja. Die sagen uns auch nicht, was los ist. Und der Herr Chillich, der durfte auch nicht in sein Büro. Da ist wohl irgendwas los und der redet jetzt die ganze Zeit mit der Polizei. Also, ich verstehe das immer noch nicht, warum ich mein Büro räumen musste. Also, das ist unverständlich. Wo soll ich denn jetzt... Oh, toll, wo soll ich denn jetzt mit meinem Laptop arbeiten? Oh Mann, ich ahne echt das Schlimmste. Das hat bestimmt wieder mit Ronja zu tun oder mit unserer bösen Lehrerin. Meinst du wirklich, Hanna? Ich meine, Ronja ist doch gar nicht mehr auf unserer Schule und die böse Mathelehrerin, die ist doch im Gefängnis. Was hat das mit unserer Schule zu tun? Naja, Kinder, wir gehen dann alle einmal oben in den Klassenraum. Einmal bitte folgen. Oh Mann, jetzt bin ich aber echt gespannt, was da passiert. Wetten, es gibt eine Überraschung im Klassenraum? Oh Mann, sowas habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Träum ich? Kann mich mal jemand zwicken? Was ist das denn? Was denn? Meinst du meine Haare? Ja, ich weiß, ich muss wieder zum Friseur. Achso, du meinst gar nicht mich. Ach ja, das Ding hinter mir. Ja, wir haben eine Gefängniszelle hier bei uns im Klassenraum. Da muss ich euch einiges zu erzählen. Herr Chillich, wir sind doch hier eine Schule und keine Polizeistation. Naja, also ab sofort irgendwie schon. Ja, das Problem mit der Stadt, mit Playmobil City. Ich erklär's euch, Kinder, einmal bitte setzen.
Ja, also ich verstehe das nicht so ganz. Wir sind doch hier in der Schule. Und die Schule, das kann doch kein Gefängnis werden. Das sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Und hinter mir ist auch schon die Polizei. Ich verstehe das nicht. Haben wir irgendeinen Verbrecher hier bei uns in der Klasse? Also Kinder, Ruhe, Ruhe. Ich erkläre das mal alles. Also, wir haben da ein Problem. Die Frau Zahl, die hat mich verlassen. Und dann ist da rausgekommen, dass sie wirklich keine Mathelehrerin ist. Sie hat uns betrogen. Und deswegen war ich auf der Suche nach einer neuen Mathelehrerin. Und ich habe keine gefunden. Die einzige, die ich noch finden konnte, war im Gefängnis. Und da hat die Stadt diese Idee hier gehabt. Aber macht doch keine Sorgen, Kinder. Also, das wird alles gut. Wir sind hier in Sicherheit. Die Polizei ist auch in jeder Klasse. Also, die beobachten den Unterricht auch. Herr Chillig, was soll das heißen? Die einzige Mathelehrerin ist im Gefängnis? Also, da kenne ich nur eine. Und Hanna, sie wird auch im Gefängnis bleiben. Deswegen hier die Gefängniszelle an der Tafel. Ja, da ist sie ja. Oh Gott, ich wollte sie eigentlich nie wieder einstellen, aber es geht nicht anders. Na, sieh doch mal einer an. Ich wusste es doch, dass ich noch Mathelehrerin werden will. Also werden sollte. Und das wird mir jetzt wieder gelingen. Endlich bin ich wieder die beste Mathelehrerin hier in Playmobil City. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ist eigentlich die ganze Welt gegen mich? Oh, bitte nicht. Was? Wie bitte? Das gab's doch auf der ganzen Welt noch nicht. Ich fress einen Besen. Schulgefängnis? Na, Herr Chillig, ich hab's Ihnen doch gesagt. Ich werde hier noch Lehrerin. Und jetzt bin ich Lehrerin. Oh, ich kann es selbst nicht fassen, was hier gerade passiert. Also, es ist wie in einem Traum, aber es ist doch Wirklichkeit. Oh, toll. Bitte hier, Ihr Unterricht. Herr Chillig, das können Sie doch nicht machen. Es muss doch irgendeine andere Mathelehrerin noch geben. Ah, Hanna Vogel, war ja klar, dass du wieder was sagen musst und Widerspruch hier einigst. Also es geht nicht. Ich bin deine Mathelehrerin und damit ist auch gut. Oh, toll. Ich fühle mich wie in der Zeit zurückversetzt, wie vor einigen Monaten. Hanna, tut mir leid, aber das ist jetzt so. So, Kinder, Ruhe jetzt. Ich möchte mit dem Unterricht starten. Also. Nein, ich möchte so einen Unterricht nicht. Und da lernt man doch auch nichts. Also erst recht nicht bei ihr. Psst. Du musst diese Hanna Vogel sein, von dir habe ich schon einiges gehört. Wir wollten jetzt mit dem Unterricht starten und du störst, also leise bitte. Oh Mann, jetzt ist schon die Polizei auf der Seite von der bösen Mathelehrerin, das geht doch nicht. Also, wo jetzt hier die Polizei auch da ist? Also, die Hanna Vogel, das war mit Abstand bisher meine schlechteste Schülerin. Die kann gar kein Mathe. Aber das stimmt doch gar nicht, das ist überhaupt nicht wahr. Oh, doch, da habe ich doch einiges gehört. Also, die böse Mathelehrerin, ich meine die Mathelehrerin, die hat mir einiges erzählt. Und jetzt solltest du mal ein bisschen zuhören hier. Also, Kinder, seid jetzt bitte ruhig. Die Mathelehrerin will jetzt mit dem Unterricht starten. Habt keine Angst. Wenn irgendwas sein sollte, wir beschützen euch. Oh, vielleicht sollte wir lieber die Mathelehrerin beschützen, ich glaube. Ruhe jetzt! Ich möchte mit dem Unterricht starten, also bitte! Ich habe hier schon die Gefängniszelle um mich und die Tafel. Aber wir starten jetzt, also! Ich werde auf keinen Fall starten. Ich gehe zu Herrn Chillig. Das kann doch alles nicht wahr sein. Dave, psst. Komm mal mit. Lass uns zu Herrn Chillig gehen. Du, Hanna, also ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Und die Polizei ist ja auch hier. Da passiert doch nichts. Es sind doch auch nur noch ein paar Wochen bis zu den Sommerferien. Warum benimmt Dave sich denn so komisch? So ist er doch sonst nicht drauf. Herr Chillig, so geht das nicht. Ich muss doch mal mit Ihnen reden. Herr Chillig? Herr Chillig? Ach so, oh. Das ist der alte Schuldirektor. Ja. Also hier ist nicht mehr sein Büro. Hier ist jetzt die Zentrale vom Schulgefängnis. Die Zentrale vom Schulgefängnis? Ja. Ist das jetzt hier wirklich zu einem Gefängnis geworden? Aber was denkst du denn? Wie sollen wir das denn sonst mit der Lehrerin hinbekommen? Da haben wir einen Teil des Gefängnisses einfach hierhin verfrachtet. Ja, und hier sind jetzt auch ein paar Gefängniszellen. Wer kommt denn auf so eine Idee, in einer Schule ein Gefängnis aufzumachen? Tja, die Stadt. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Hier direkt? Ja. Gefängniszellen? Hier, wo damals ein Klassenraum war, ist jetzt auf einmal eine Gefängniszelle. Also wenn das nicht die Hanna Vogel ist. Aha, willst du uns hier also besuchen? Was soll das alles? Was macht ihr denn im Gefängnis? Ronja, bist du das? Na, und ob ich das bin? Das hast du alles zu verantworten. Ich hocke hier nur wegen dir. Die Polizei dachte, ich sei eine Komplizin von der bösen Mathelehrerin. Und deshalb bin ich jetzt auch im Gefängnis. Mann, wie komme ich hier nur wieder raus? Wir werden hier niemals rauskommen, es sei denn, wir können hier ausbrechen. Hier muss doch irgendwo ein Schalter oder so sein. Ach, sieh an, Hanna Vogel, hier bei den Zellen, willst du etwa die Stunde schwänzen? Ich suche dich schon. Nein, ich will die Stunde nicht schwänzen, ich bin auf der Suche nach Herrn Chillig und ja, jetzt habe ich nur diese Gefängniszellen gefunden. Aha, das klingt aber nicht sehr glaubwürdig. Wer die Schule schwänzt, kommt direkt hier in die Zelle, das ist die neue Regel, also rein mit dir. Perfekt. Hanna Vogel, komm ruhig rein. Die Zelle ist groß genug. Dann kann ich mich endlich an dir rächen. Oh, super, wenn die jetzt hier auch reinkommt. Es gibt hier zwar keine Tafel und auch keine Toilette und keinen Mülleimer, aber irgendwie werde ich mir schon was einfallen lassen mit Hanna.
Ich will nicht ins Gefängnis und auch nicht in der Grundschule ins Gefängnis. Nein, nein, nein! Nein! Wo bin ich? Oh, es war nur ein Albtraum. Hey, Hannah, was ist hier los? Wo ist der Einbrecher? Hä, wo ist er? Oh, Julian, nirgendwo ist ein Einbrecher. Ich hatte einen schrecklichen Albtraum und ich glaube, ich war niemals so froh, dich zu sehen. Okay, alles klar. Ich sag Mama, dass du krank bist. Sowas von dir zu geben, also froh, mich zu sehen, das kenne ich ja gar nicht. Okay, du hast Fieber. Oh Mann, bin ich glücklich. Das war wirklich der schlimmste Albtraum, den ich jemals hatte. Frau Zahl war nicht mehr auf unserer Schule und hat sich von Herrn Schillig getrennt. Und deswegen hatten wir die böse Mathelehrerin wieder und die war im Gefängnis in unserer Schule. Einfach verrückt. Zum Glück war es nur ein Traum. Puh, endlich Wochenende. Ausschlafen. Es ist doch gar kein Wochenende, es ist doch Donnerstag. Oh Mann, warum hat mich denn gar keiner geweckt? Ich hab verschlafen. Jetzt falle ich auch noch vom Bett. Oh, klasse, morgen. Oh, ich versteh's nicht, warum hat Mama mich heute Morgen nicht geweckt? Immer nervt die morgens und heute nicht. Oder hat sie mich vielleicht doch geweckt und ich bin wieder eingeschlafen? Los, Emma, mach schon, das ist eine Mutprobe, du musst das machen. Was? Die ganze Wurst auf einmal? Das schaffe ich nie im Leben. Dann bist du wohl ein Feigling. Oh, Julian, kannst du bitte aufhören, deine Schwester zu solchen Sachen zu überreden? Wir wollen hier ganz normal gemütlich frühstücken. Machen wir doch. Okay, Julian, ich bin kein Angsthase. Machst du das? Kein Feigling. Oh Mann, ess die ganze Wurst auf einmal, wie eine Schlange. Morgen, Leute, ich muss los. Und Mama, vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Hanna, ich meine, vor einer halben Stunde habe ich dich doch schon geweckt. Oh, guck mal. Emma macht wirklich die Mutprobe. Sie ist die ganze Wurst. Oh, Emma, kannst du das bitte lassen? Das ist total eklig. Und komm schon, Hannah, Emma. Du musst dich beeilen. Du kommst noch zu spät zur Schule. Ja, ich bin schon weg. Aber obwohl, das hätte ich echt gerne gesehen mit der Mutprobe. Emma. Oh Mann, die sitzen ja schon alle. Und ich bin 15 Minuten zu spät. Oh Gott, das gibt bestimmt richtig Ärger. Guten Morgen und Entschuldigung. Ich bin leider ein bisschen zu spät. Ich habe verschlafen. Wie? Hannah Vogel hat verschlafen, dass ich das noch miterlebe? Also so wirklich? Hannah, da bist du ja endlich. Aber keine Sorge, es ist noch gar keiner da. Oh, das ist ja super. Frau Zahl ist ja noch gar nicht da. Oh, da habe ich ja echt noch mal richtig Glück gehabt. Ich dachte, heute wäre mein Pechtag, aber super. Kinder, guten Morgen. Einmal bitte hinsetzen. Ich habe eine Ankündigung. Hannah, wo willst du denn eigentlich hin? Also, wo willst du mit deinem Rucksack hin? Also, ich bin nicht zu spät gekommen und ich wollte auch nicht gehen. Also, ich stehe hier einfach nur so rum, aber dann setze ich mich mal. Ja, bitte. Okay, Kinder, ihr habt ja jetzt eigentlich Mathe bei der Frau Zahl. Die hatte heute Morgen ein bisschen Zahnschmerzen, deswegen ist sie jetzt gerade beim Zahnarzt. Das heißt für euch? Dass wir bei Ihnen Vertretung haben, oder nicht? Nein, wir haben bestimmt eine Freistunde, oder, Hatchel? Ich bitte sagen Sie, dass wir eine Freistunde haben. Oh, Richie, du mal wieder, typisch. Als ob wir eine Freistunde haben. Ist doch Quatsch. Hannah, tut mir leid, aber da muss ich dem Richie mal ausnahmsweise recht geben. Ihr habt jetzt eine Freistunde, ihr bleibt aber bitte im Klassenzimmer. Oh yes, klasse, super, Entschuldigung, Sie sind der Beste. Oh, okay, wir haben wirklich eine Freistunde. Was sollen wir denn machen? Haben Sie keine Arbeitszettel für uns? Hannah, jetzt wirklich? Ihr habt eine Freistunde, jetzt kurz vor den Sommerferien. Und du willst noch einen Arbeitszettel? Nee, mach das, was so Kinder in der 4. Klasse halt machen. Okay, cool. Was machen wir denn, Leute? Wir können doch noch draußen auf dem Pausenhof. Aber wir sollten ja hier drin bleiben. Oh, ich habe eine Idee. Emma und Julian haben doch heute Morgen so Mutproben gemacht. Das könnten wir hier doch auch machen. Oh, cool. Mutproben, da bin ich auf jeden Fall dabei. Oh, klasse. Also ich bin auch dabei. Also wenn es jetzt nicht Wahrheit oder Pflicht ist, also ich bin eher für Mutproben. Also ganz ehrlich, diese Idee, die finde ich super. Okay, Leute, dann kann es ja losgehen. Also Pia und ich werden das Ganze moderieren und ihr könnt entscheiden, wer die erste Mutprobe macht. Ich denke, wir sollten das lieber bestimmen. Wie wär's denn mit Dave? Du bist der Erste. Oh, warum denn ich? Ja gut, und was ist die Mutprobe? Ganz einfach. Du gehst jetzt zu Herrn Schillig und sagst, dass du ihn liebst. Ja. Yep. Oh Mann, Dave und Herr Schillig. Oh, Pia, ey, das ist doch nicht dein Ernst. Hannah, bitte einschreiten. So nicht, also das ist zu heftig. Dave, komm schon. Herr Schillig wird das doch verstehen und es ist doch lustig. Mach schon. Oh, ja gut, aber nur weil ich nicht ein Angsthase sein will. Und ich hoffe, Herr Schillig versteht Spaß. Leute, ich hab's mir irgendwie anders überlegt. Ich möchte doch nicht dahin. Los, Dave. Oh, bitte, der wird das doch bestimmt. Oh Mann. Oh Mann. Dave und Schillig. Hey, nein, das wird richtig witzig. Oh ja gut, ich mach's. Nur weil Pia sonst sagt, dass ich voll der Angsthase bin. Okay, ich gehe schon rein. Oh, hey Dave, liegt noch irgendwas an? Ich habe hier mächtig viel zu tun. Oh Mann, das muss ich jetzt wirklich machen, aber ist ja eine Mutprobe. Herr Schillig, ich wollte nur eins sagen, im Namen der Klasse, oder nein, in meinem Namen. Also Sie sind ein echt super Lehrer und
Ich liebe sie. So, jetzt bin ich weg. Oh, danke, Dave. Also, ja, ich liebe dich auch. Also, du bist ein toller Schüler. Okay. Oh Mann, das war sowas von peinlich. Oh, das kriegt Bia zurück. Also ich muss sagen, nach so einem stressigen Morgen habe ich das gebraucht. Danke, Dave. Also, das tat gut. Oh mein Gott. Dave und Herr Chili sind verliebt. Er hat zurückgesagt. Das gibt's doch gar nicht. Boah, Bia, er weiß schon, wie das gemeint war. Oh, du übertreibst das wieder voll und das kriegst du jetzt zurück. Das sag ich dir. Los, alle mal zurück in die Klasse. Also, Dave hat die Mutprobe bestanden. Super. Und weiter geht's. So, Dave hat bestanden. Dann darfst du jetzt entscheiden, wer die nächste Mutprobe macht. Los! Oh Mann, ich kann's mir schon denken. Ja, genau. Pia, du machst die nächste Mutprobe. Und ich habe schon was ganz, ganz Cooles im Kopf. Oh, Dave, du musst dich doch jetzt nicht an mir rächen, oder? Was kommt denn jetzt für mich? Pia, du weißt, Dave darf sich jetzt aussuchen, was er will. Oh, Hanna, jetzt fall mir doch nicht in den Rücken. Du bist doch meine beste Freundin. Kannst du nicht irgendwie was zu ihm sagen? Pia, tut mir leid, das ist eine Mutprobe. Also, da kann ich nicht einschreiten. Das ist für jeden gleich. Oh, ich hab's. Dave, also, weißt du was? Sie könnte ja aus dem Klo das Wasser trinken. Ja, Klowasser. Nein, das ist ja total eklig. Nee, Richie, ich hab eine viel bessere Idee. Ich weiß, was Pia gar nicht mag. Und zwar, wie wär's denn, wenn du mal wieder John küsst? Hä? Wie bitte was? Bin ich jetzt eine Mutprobe oder wie? Also, so schlimm ist es, mich zu küssen? Also wenn ich die Wahl habe, ich würde lieber das Klowasser nehmen, als John zu küssen. Bitte nicht John küssen, bitte nicht. Also Dave, ich weiß ja nicht, also ich als Mutprobe ist irgendwie schon ein bisschen verletzend. John, möchtest du Pia küssen oder nicht? Ja, wenn ich... Ja gut, okay, ich bin dabei. Sorry, ist mir egal, ob ich eine Mutprobe bin oder nicht. Ja, ich mach's. Alles klar, dann ist es beschlossen. Pia küsst John. Oh Mann, ich hoffe nicht, dass John jetzt irgendwie Knoblauch oder Zwiebeln oder Hackfleisch oder so gegessen hat. Zwiebeln mit... Ich glaube schon, oder John? Naja, viel Spaß, Pia. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Einfach ganz normal küssen? John, ich weiß, du freust dich da bestimmt drüber. Wer, du genießt es. Jetzt. Ist nicht freiwillig. Ja, ist gut. Nicht. Geh weg. Okay. Mua. Reicht, John, reicht. Pia hat ihre Mutprobe bestanden. Oh, das war so ekelhaft. Ich brauche eine Pause. Und Dave, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Wow, super. Oha, also so krass. Ja gut, okay. Oh ja, stimmt. Ich hätte das nicht essen sollen. So, Pia hat das super gemeistert. Wer ist denn der Nächste oder die Nächste? Pia, darf ich vielleicht wen aussuchen? Emily, ja, mach ruhig. Mir ist das egal. Okay, dann nehme ich Richie. Was soll ich da machen? Soll ich Toilettenwasser trinken? Also, würde ich vielleicht machen? Oder soll ich zu einem Lehrer gehen und ihn veräppeln? Oder die Schuhe zusammenbinden? Nein, sag schon! Deine Aufgabe ist, jedem hier in der Klasse was ganz Nettes zu sagen. Okay. Ja, gut, okay, mach ich mal. Also, John, ich fand den Kurs gar nicht so schlecht und du hast nicht so krassen Mundgeruch. Und Emily, ja, dich finde ich ganz nett. Also, ich mag dich. Ich finde dich auch ganz hübsch. Ich finde deinen Rock ziemlich cool, aber das habe ich dir ja schon gesagt. Oh, danke. Dave, okay, das ist ein bisschen schwierig. Ich mag deine Schuhe. Oh, und Luisa, also ich finde deine Haare echt toll und so wie du duftest und ich bin ja auch in dich verliebt. Aber das sage ich lieber nicht laut. Oh, ich hoffe, das hat Emily nicht mitbekommen. Naja, egal. Pia? Also ich muss schon sagen, ich finde es ziemlich cool, wie fies du eigentlich bist. Also manche meiner Streiche habe ich von dir abgeguckt. Ja, du bist mein kleines Vorbild. Und Hanna, also ich war zwar immer ein bisschen neidisch auf dich, aber ich mag dich eigentlich und ich finde es cool, dass du anderen helfen möchtest in der Schule, aber bald gehen wir ja nicht mehr auf eine Schule. Also, Richie, ich muss sagen, das war richtig cool. Auch du hast deine Mutprobe bestanden. Super. So, und wer ist als Nächstes dran? Richie, du darfst jemanden aussuchen. Wie wär's denn mit dir, Hanna? Ja, klar. Da bin ich dabei. Richie, darf ich vielleicht Hannas Mutprobe sagen? Ja, okay. Mir fällt gerade sowieso nichts ein. Oh, Pia, willst du dich etwa jetzt auch bei mir rächen? Hanna, guck doch mal. Wir haben da echt viel Kreide auf dem Tisch liegen. Oh, Pia, nee, ich mal mich nicht an. Nein, doch nicht anmalen. Du hast doch heute auch kein Frühstück. Vielleicht wäre Kreide gut zum Frühstück. Das ist ja total eklig. Pia, du übertreibst. Man kann doch keine Kreide essen. Also, ich find's cool. Ich würde es gerne sehen. Ha, da haben wir's. Die Klasse hat entschieden. Für Hanna gibt's Kreide zum Frühstück. Ja, okay. Ich bin ja kein Feigling. Ich mach's. Und damit es auch als richtige Mahlzeit aussieht, hole ich meinen Teller und Besteck für dich. Dann kannst du es auch ordentlich essen. Lass es dir schmecken. Bon Appetit, Hanna. Oh Mann, warum habe ich bloß Ja gesagt? Oh. Na, kneifst du? Ich hab's mir gleich gedacht, dass du kneifst. Hanna, mach das nicht. Du solltest keine Kreide essen. Nein, ich glaube, da darf man auch gar nicht. Was habt ihr da gerade gesagt? Kreide essen? Hallo Frau
Überzahl. Ich dachte, sie wären beim Zahnarzt. Nee, sie wollte keine Kreide essen. Sie wollte nur gucken, ob man Kreide zerschneiden kann. Ja, mit dem Messer. Aha, okay, aber was ist denn mit der Gabel? Und da an der Tafel? Dave, Pia, Richie, Hannah, habt ihr etwa Mutproben gemacht? Was lese ich denn da? Dave liebt Herrn Chillig? Dave, muss ich mir da vielleicht Sorgen machen? Ich dachte, ich sei mit ihm zusammen. Nein, Frau Zahn, nein. Ach, das war nur ein Spaß. Also, schon gut, Dave. Ich mag ihn wirklich, aber nee, Sie wissen schon. Aber Kinder, Kreide sollte man vielleicht wirklich nicht essen. Das ist kein Lebensmittel. Und ich glaube, die lag auch schon auf dem Boden. Da sind total viele Fusseln dran. Lass das lieber mal sein. Und außerdem gehört die Kreide nicht auf den Teller, sondern auf die Tafel. Okay, Frau Zahl, ich glaube auch, wenn ich Kreide essen würde, dann würde ich Zahnschmerzen bekommen. So wie Sie, Frau Zahl, da muss ich auch zum Zahnarzt. Das könnte wirklich sein, Hannah. Ich habe zwar keine Kreide gegessen, aber Zahnschmerzen gibt's bestimmt. Also Kinder, auf die Plätze. Wir fangen an mit dem Unterricht. Oh, das ist total eng hier. Runter von meiner Gucci-Hose. Oh, Mama, jetzt mal wirklich im Ernst. Das kann doch einfach nicht sein. Wir können doch nicht hier in dieser Umkleide bleiben. Oh, Tessa, Liebes, also ich weiß doch einfach nicht, wohin. Und wenn wir uns hier ruhig verhalten, das ist doch nur für eine Nacht. Komm schon. Also hier unten ist alles klar. Schau ich mal oben. Tessa, beruhig dich bitte, Schwesterchen, bitte. Also ich höre da unten den Wachmann, also das darf hier nicht auffliegen. Naja, hier oben scheint auch alles klar zu sein. Oh, der Wachmann ist weg. Mann, ich habe keine Luft mehr bekommen in dieser engen Umkleidekabine. Also wir können da nicht schlafen. Wie tief ist eigentlich Familie Schnösel gesunken? Mutter, also dieser Zustand, der ist einfach nicht zumutbar. Wir müssen wieder reich werden. Und ich weiß auch wie. Ach ja, also wenn das so einfach wäre, dann könnten wir das schon lange machen. Was hast du denn vor, Nils? Oh mein Gott, ich traue meinen Augen nicht. Sind Sie es? ja, wenn Sie meinen, dass ich der Weihnachtsmann bin, der bin ich. Ich würde gern ein bisschen Geld einzahlen für meine Wichtel. Aber selbstverständlich, Herr Weihnachtsmann. Es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen nervös. Oh, der Weihnachtsmann. Also, Herr Weihnachtsmann, da wo Sie jetzt... Sie sind ja hier und ich hätte da eine Frage. Brennt mir auf dem Herzen. Also... Ich kann es mir schon fast denken. Also, wenn Sie mich jetzt fragen wollen, warum ich Ihnen vor 20 Jahren nicht das gewünschte Spielzeugauto unter den Baum gelegt habe, dann kann ich es mir schon denken. Warum haben Sie das so gemacht? Das war die schlimmste Weihnacht meines Lebens. Also, oh Gott, ich denke an diesen Tag, jeden Tag. Ich mache mich lieber vom Acker. Ich könnte eigentlich noch mal ein bisschen Geld abheben. Warum muss ich immer solche schwierigen Fragen beantworten? Der Weihnachtsmann kann nicht alle Wünsche erfüllen. Warum begreift das einfach keiner? Oh nein, jetzt habe ich den Weihnachtsmann verärgert. Jetzt kriege ich wahrscheinlich nie wieder was. Na gut, was soll's. Der Nächste. Okay, ihr habt alles soweit verstanden, oder? Der Plan ist besprochen. Keiner darf mehr kneifen. Okay, und damit wir ein bisschen gefährlich wirken, damit die Leute ein bisschen Angst haben, habe ich hier diese Wasserpistolen besorgt. Sie sehen fast so aus wie echte Pistolen, aber da kommt nur Wasser raus. Ach, Nils, mein Junge. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Also eine Bank überfallen? Also, so weit ist es jetzt gekommen? Ach, Nils, also ich bin auf jeden Fall dabei. Ich will mir endlich wieder alles gönnen können. Massagen, Maniküre, Pediküre. Also mir reicht's. Ich will wieder Geld haben. Oh Mann, Mama, du meinst es ja wirklich ernst. Wieso bist du eigentlich die Einzige, die sich so vermummt hat? Oh, die Leute werden uns erkennen. Wie soll das denn jetzt gehen? Also, dies ist ein Überfall. Also, eins verstehe ich nicht. Warum habe ich hier als Einzige keine Waffe bekommen? Wenn jetzt irgendwas sein sollte, ich bin so klein und vor mir hat sowieso niemand Angst, weil ich einfach so süß und hübsch bin. Oh, Isabel, du bist doch sowieso viel zu klein. Du könntest diese Pistole sowieso nicht halten. Also, geh doch einfach in den Hintergrund irgendwo. Huh? Also gut, Leute, habt ihr es gehört? Hände hoch oder Hosen runter, das ist ein Überfall. Maren, Schatz, also glaubst du wirklich, dass man das sagt? Also Hände hoch und Hosen runter, das höre ich zum ersten Mal. Ei. Also wenn ich die Wahl hätte, Hose runter, ich weiß es nicht, ich bin aufgeregt, ich war noch nie in einem Banküberfall verwickelt. Oh nein, hoffentlich tun sie mir doch nichts. Obwohl, Moment, Nils, bist du das? Oh nein, das kann doch jetzt nicht sein, jetzt ist Pias Mutter hier ausgerechnet in der Bank... Nein, ich bin nicht Nils. Ich kenne diesen Nils Schnösel nicht. Und ob du das bist, ich erkenne dich doch. Jetzt hat sich meine Tochter doch auf einen Kriminellen eingelassen. Oh nein, mein Herz zerbricht. Eine ganze Familie hier beim Überfall? Also, das muss ich gleich irgendwo posten. Bitte tun Sie mir nichts. Bitte nicht. Also gut, Freundchen, dann lass mal die Moneten rüberwachsen. Ich glaube, so sagt man das, oder? Ja, und was ist eigentlich mit Ihnen? Wir haben doch gesagt, Hände hoch. Und Sie rühren sich überhaupt nicht. Wollen Sie nicht kooperieren? Kleiner, also wenn du wüsstest. Das hier ist ein Überfall. Und jetzt mal schön die Flossen hoch. Ach du grüne Neune, noch ein Überfall in der Bank. Oh, ob hier so viel Geld ist, dass es für zwei Parteien reicht? Ich weiß ja nicht. Ist das eine echte Waffe? Weil wir haben nur Wasserpistolen.
Na, und ob das eine echte Waffe ist, Pöppchen? Was glaubst du denn? Oh, das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein. Hast du jetzt wirklich gesagt, dass wir Wasserpistolen haben? Oh, damit ist der ganze Plan hin. Wie, noch ein Überfall? Also zwei? Also, das poste ich auf jeden Fall irgendwo. So, die Herrschaften, jetzt mal mit erhobenen Händen hier an die Wand. Keiner rührt sich von der Stelle, klar? Moment, so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Das ist unser Geld. Wir wollen wieder reich werden. Also, Waffe weg. Also, Schatzi, ich glaube, du hast es nicht ganz mitbekommen, oder? Das ist eine echte Waffe auf dich gerichtet. Ich würde lieber das machen, was ich sage. Machen? Schatz, sag mal, bist du jetzt total übergeschnappt? Also, sie hat eine wirklich echte Waffe und wir haben Wasserpistolen und das weiß sie auch. Oh mein Gott, der ganze Plan ist hinüber. Oh nein, wir werden niemals wieder reich. Wie schrecklich. Ich sehe mich schon wieder in der Umkleidekabine schlafen. Oh. Sie da, also mit der Wasserpistole. Ich würde eher kooperieren, sonst passiert ja noch irgendwas. Und was ist eigentlich mit Ihnen? Lassen Sie mal schön das Geld hier rüber wachsen. Nein, das möchte ich Ihnen nicht geben. Das ist das Geld, mit dem ich ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter kaufen wollte. Hey! Wissen Sie was, meine Schöne? Das ist mir sowas von egal, wem das Geld zusteht. Jetzt ist es meins. Oh, keine Sorge, keine Sorge. Ich denke, der Weihnachtsmann kann da noch vielleicht irgendwas regeln. Beruhigen Sie sich. So, aber Sportsfreund, jetzt mal hier das Geld rüberwachsen, hm? Ich will auch hier keine Zeit vergeuden. Ja, ist ja gut, ich öffne den Banktresor. Uiuiuiui, was sehe ich denn da? Komm zu Mama. Hier bitte, all you can eat, Selbstbedienung, also all you can take, hier so viel Geld, wie Sie wollen. Also da mache ich mir ja wirklich die Taschen voll Goldbarren, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Geldscheine sind ja so Kinkerlitzchen, aber das ist ganze Goldblöcke, wow! Moment, zu früh gefreut, hier spricht die Polizei, sofort die Waffe fallen lassen. Ach, Gott sei Dank, also wir sind Geiseln, also auch wenn wir jetzt hier Wasser haben, das sind aber Wasserpistolen, bitte helfen Sie uns. Also wir haben mit all dem nichts zu tun, das können Sie uns ruhig glauben. Aha, das habe ich schon so oft gehört, Madame, und warum haben Sie eine Maske und was soll das hier alles? So, Abmarsch, also so viele Leute an einem Banküberfall beteiligt, das habe ich noch nie gesehen, also... Gehören die alle zusammen? Papa, sag mal, wo bringen die uns denn jetzt hin? Gehen wir jetzt ins Gefängnis? Ja, ich glaube schon, aber zumindest haben wir da was zu schlafen. Oh, ich glaube, ich habe mir vor Angst in die Windel gemacht. Wäre ich doch bloß zu Hause geblieben, obwohl zu Hause, wir haben ja kein Zuhause mehr. Pia, wirklich? Willst du nicht auch auf das Gymnasium, wo ich dann bald hingehe? Playmobil City? Ich weiß noch nicht so recht. Ich habe zwar die Empfehlung fürs Gymnasium, aber vielleicht gehe ich auf eine Gesamtschule. Da sind auch noch meine Cousine und mein Cousin. Oh, hey Pia, du bist ja auch hier. Hanna, ihr braucht doch bestimmt nicht den Laptop gerade, oder? Ich wollte ein bisschen Minecraft zocken. Hey Julian, hast du irgendwas anderes mit deinen Haaren gemacht? Die sehen heute echt gut aus. Nein, eigentlich nicht. Und Minecraft finde ich auch richtig klasse. Julian, nein, tut mir leid, aber... Den Laptop brauchen wir heute. Wir wollen gleich noch ein bisschen Musik hören und vielleicht wieder einen neuen Tanz einstudieren. Du, Hanna, wir könnten ja den Tanz von Julian lernen. Diesen I like to move it dance. Den ja, kann ich euch beibringen. Oh ja, warte, ich bereite mich vor. I like to move it. Julian, du bist echt total kreativ. Wie konntest du nur so einen coolen Tanz ausdenken? Denke ich mir manchmal auch. Außerdem, wonach riechst du? Ist das Lavendel? Oh, ich mag den Geruch. Oh, Pia, was wird das? Und... Außerdem, Julian, raus mit dir, raus aus meinem Zimmer, ich hab's dir schon 100 Mal gesagt. Oh, Hanna, jetzt sei doch nicht so, er kann doch mit uns gemeinsam spielen. Julian, hast du nicht Lust, mit uns gemeinsam was zu machen? Mit euch Mädels und Hanna ist dabei? Oh, ich glaube eher nicht. Julian, kannst du vielleicht die Mädels in Ruhe lassen? Wir wollten doch jetzt gemeinsam einkaufen gehen. Oh, ihr habt's gehört, ich muss los. Okay, dann mach's mal gut, Julian. Oh, Julian, seh zu, dass du Land gewinnst, raus hier. Du kannst dich ja später nochmal blicken lassen. Pia, was ist heute eigentlich mit dir los? Warum bist du so nett zu Julian? Ich bin so wie immer. Der nervt doch. Ach, findest du wirklich, ich war heute besonders nett zu ihm? Ich war so wie immer und ich meine, er hat nichts gemacht. Er hat echt coole Haare gehabt und außerdem hat er echt gut gerochen. Ich hatte nichts gegen ihn gehabt. Coole Haare? Gut gerochen? Julian? Julian, nein, nicht auf der Fahrerseite einsteigen. Beifahrer! Ja. Hanna, wir sind dann weg! Ach ja, und du kannst direkt nach oben gehen in Hannas Zimmer. Hanna, deine Freundin ist da, noch eine. Ah, cool, das wird Emily sein. Die meinte doch auch, dass sie vielleicht noch vorbeikommt. Oh ja, cool. Dann können wir ja was zu dritt machen. Oder wenn Julian dann wieder da ist, auch was zu viert. Mensch, ärgere dich nicht oder so. Hey, Emily. Du Emily? Bist nicht Emily. Was willst du denn hier? Hallo Mädels. Ich wollte mich eigentlich bei euch entschuldigen. Deswegen bin ich hier. Ja, und ich wollte nicht anrufen. Ich wollte das persönlich klären. Das ist eine kleine Überraschung. Alles, was ich getan habe, tut mir wirklich sehr leid. Oh, wer es glaubt, Ronja? Du hast mich so häufig veräppelt. Also, das kann doch alles gar nicht sein. Wer es glaubt? Ja, wer es glaubt, erzähle ich. Ich dachte eigentlich, Emily kommt. Jetzt ist Ronja hier.
Oh Mann, kann die nicht wieder verschwinden? Oh, ich wollte mich einfach nur bei euch entschuldigen. Warum ist das so schwer zu verstehen? Könnt ihr nicht bitte meine Entschuldigung annehmen wenigstens? Könnt ihr mich nicht zur Versöhnung umarmen kommen? Hey, was soll das? Lass uns! Habt ihr gesehen? Jetzt habe ich mich entschuldigt bei euch. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, jetzt seid ihr unzertrennlich. Wir alle. Hey, was hast du gemacht? Was soll das denn? Befrei uns von diesen Handschellen. Was soll das? Mach uns los. Natürlich nicht. Denkst du wirklich, Hannah, nach all den Sachen, die du mir angetan hast, lasse ich dich einfach so in Ruhe? Bestimmt nicht. Oh Mann, mir kommt das gar nicht gelegen. Ich habe gerade total viel getrunken. Oh, jetzt bin ich hier festgekettet mit dir. Aua, Pia, zieh doch nicht so. Jetzt bin ich hingefallen. Entschuldigung. Also ich wünsche euch immer ziemlich viel Spaß, den werdet ihr haben. Ich bin unten, wenn ihr mich braucht. Was soll das heißen unten? Das ist hier nicht dein Haus. Geh raus. Stehen geblieben. Du Hannah, also lange halte ich das jetzt nicht aus. Ich muss jetzt schon total dringend aufs Klo. Mann. Oh, Pia, wehe. Also wir gehen jetzt nicht gemeinsam aufs Klo. Also da habe ich keine Lust zu. Wir gehen runter und sprechen mit Ronja und die soll uns wieder befreien. Oh, cool. Die Sendung kenne ich ja noch gar nicht. Ich glaube, den Kanal kriegen wir gar nicht rein bei uns zu Hause. Voll gut hier, ohne Hannah. Was wird das hier? Du machst es dir nicht gemütlich auf unserem Sofa. Du gehörst hier überhaupt nicht hin. Ja, befrei uns. Befrei uns. Was? Ich soll euch befreien? Aber warum denn? Ihr seid doch auch unzertrennlich in der Schule. Ich dachte, das ist ein Symbol für euch. Jetzt aber Schluss mit lustig. Weißt du eigentlich, wie dringend ich auf Toilette muss, Ronja? Mann, ist nicht witzig. Oh, Pia, ernsthaft? Schon wieder? Du hast mich umgeworfen. Oh, sorry. Okay, ich werde euch schon befreien. Ich muss nur einmal ganz kurz weg die Schlüssel holen von draußen. Als ob ich nur die Schlüssel holen würde. Ich hole noch was ganz anderes. Mann, oh Mann. Ronja lässt sich echt manchmal Sachen einfallen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Respekt. Aber sie hat echt einen ungünstigen Zeitpunkt dafür gewählt. Ich muss so dringend auf die Toilette. Oh, Pia, ich habe ganz andere Probleme. Sie wurde von der Schule suspendiert und jetzt ist sie bei mir zu Hause. Das geht doch nicht. Oh, Hanna, das war ich aber jetzt nicht. Oh, Entschuldigung. So, und jetzt einmal hier zur Erinnerung. Hallo, tschüss. Ronja, lass das. Hör auf, Fotos zu machen. Ich brauche doch noch Beweisfotos für die böse Lehrerin. Die hat mir das geraten mit den Handschellen. Und vielleicht landet ihr ja noch in der Schülerzeitung. Also, Ronja, langsam reicht's mir wirklich. Jetzt befreie uns sofort von diesen Handschellen. Es ist verboten, was du machst. Ja, stimmt. Du hast recht. Es ist ja total verboten, was ich mache. Gut, dass du es sagst. Oh, endlich kommst du zur Vernunft. Los, befrei uns. Ja, stimmt. Hier ist der Schlüssel. Ich denke, ich sollte euch wirklich lieber befreien. Nicht, dass hier noch was in die Hose geht. Oh, endlich. Danke. Ah, da fällt mir gerade was ein. Ich mag dich doch gar nicht, Hannah Vogel. Warum sollte ich dich befreien? Hatte ich ja total vergessen. Oh Mann, ich Dummerchen. Oh, Ronja, ernsthaft? Jetzt befrei uns endlich. Los. Oh, jetzt wird's wirklich brenzlig. Jetzt befrei mich endlich, Ronja. Hallo. Nee, ich hol mir erstmal was zu trinken. Oh, Vogel, Mama im Anmarsch. Oh, warum sind die so früh zurück? Ich mach mal lieber schnell die Biege. Nicht, dass ich hier noch erwischt werde. Weißt du was, Pia? Ich glaube, wir sollten uns langsam an den Gedanken gewöhnen, dass wir den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen werden. Wie soll ich denn auf Toilette gehen? Ach, Julian, mir tut das wirklich leid. Das ist mir noch nie passiert. Ja, ich hoffe doch, Mama. Wobei, ich glaube schon mal, das ist dir schon mal passiert. Wir hatten so viele Einkäufe und wir mussten alles wieder in die Regale tun. Nur wegen dir, weil du dein Portemonnaie vergessen hast. Also bitte. Ach, es tut mir leid, Julian. Ich weiß auch nicht. Alles umsonst gewesen. Was ist hier denn los? Was ist mit euch denn passiert? Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ihr sowas Cooles spielt? Och Mann, dann wäre ich nicht gegangen. Julian, das ist kein Spiel. Ruf bitte sofort Mama. Was ist hier denn los? Hannah, Pia, warum denn Handschellen? Ist das hier Räuber und Gendarm oder so? Nein, Mama, das sind echte Handschellen. Die Freundin, die du reingelassen hast, das war gar keine Freundin. Ja. Das war die Mobberin aus der Schule. Genau. Oh, wartet, ich spiel mit, wartet. Oh, oh Mann, Julian, macht das Spaß, euch zu ziehen. Ha, das ist ja wie so eine Leine. Also ich kann euch ja überall hinziehen. Das mache ich jetzt auch den ganzen Tag. Das wird spaßig. Julian, das machst du bitte nicht. Das ist hier wirklich ernst. Wie kriegen wir jetzt diese Handschellen ab von den beiden? Ah, da weiß ich schon was. Macht euch keine Sorgen. Julian ist der Mann für alles. Mhm. Ach Kinder, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Handschellen, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ach, wo sind denn die Schlüssel dazu? Na, wir brauchen keine Schlüssel. Ich habe hier eine Axt aus der Garage geholt. Ich krieg das schon hin. Ah, Julian, nein, Julian, mach das bitte. Das ist so gefährlich. Du triffst auch gar nicht richtig. Julian Vogel, du lässt jetzt sofort diese Axt fallen. Bist du lebensmüde? Okay, Axt fallen lassen. Wird gemacht. Oh, das wollte ich aber nicht. Oh, wird eine Punktlandung. Oh, also... Wir sind frei.
Wir sind wirklich frei. Also so hatte ich das eigentlich auch vor, aber Mama wirklich nicht. Also ich wollte jetzt, ja, aber jetzt sind die Handschellen doch durch, also. Oh, klasse. Oh Mann, das war wirklich nicht extra. Naja, aber ich hab's gern gemacht. Obwohl, so klasse ist das auch wieder nicht. Jetzt muss ich mein ganzes Leben mit dieser Handschelle hier rumlaufen. Ich könnte vielleicht helfen. Ich hatte da mal irgendwie was mit so einer Haarnadel oder so gesehen. Das kriege ich hin. So, ihr beiden. Oh, danke, Mama. Oh, ich fühle mich wie neugeboren. So frei. Oh, bei mir ist Alarmstufe rot. Ich muss sofort ins Badezimmer. Oh, Mama, danke. Aber das war genau die Mobberin, von der ich dir erzählt hatte. Ronja. Ach, herrje, das tut mir natürlich leid. Ich wusste ja nicht, wie die aussieht. Und sie ist hier einfach so selbstverständlich einfach reingegangen und in dein Zimmer. Ich hab gedacht, ihr kennt euch gut. Ja, so gut, dann doch. Hm. Oh Mann, und ich hab gedacht, jetzt wo sie aus der Schule raus ist, hätte ich endlich Ruhe und keinen Stress mehr mit ihr. Aber falsch gedacht. Also heute ist mal wieder so ein Tag, wo ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Soll ich touren oder doch ins Bällebad? Oh, ich weiß nicht. Ist er da oder hier? Ich kann ihn nicht sehen. Julian ist nicht da und ich kann in Ruhe hier im Bällebad entspannen. Also, dass es das noch gibt. Hey Andreas, mach mal Platz. Ich will mich hier breit machen. Was? Oh, ist das gemütlich. Klasse. Ich werde mich richtig breit ausstrecken. Mama, ich will auch da reingehen. Ach, Timolein, du bist noch ein bisschen zu klein dafür, glaube ich. Außerdem ist es gerade besetzt. Ashley, eigentlich war ich hier alleine im Bällebad. Ohne Julian und ohne jemand anderen. Ach komm, kleiner Timo, ich führe dich mal ein bisschen rum. Okay. Schau doch mal, Timo. Wie wär's denn mit diesem Boot hier? Das ist doch toll. Möchtest du nicht damit spielen? Ich will nicht mit dem Boot spielen, das ist mir zu langweilig. Was haben wir denn noch hier? Hier, Mama, ich will Fußball spielen. Hä, was ist da denn jetzt schon wieder los? Oh, schon wieder ein neues Kind? Jetzt, wir kommen doch bald in die Schule, warum denn? Oh, ich werde mich erstmal hier hinter der Wand verstecken. Ich möchte noch nicht mit dem neuen Kind reden. Aber einfach so mit unserem Spielzeug spielen, das geht auch nicht. Ich muss einschreien. Hey, hey, du da! Hallo, ich bin Timo. Oh, habe ich nach deinem Namen gefragt? Nein, du sollst hier die Spielzeuge erstmal nicht anfassen. Das musst du mit mir klären, mit Julian Vogel. Ich habe hier das Sagen in der Kita. Julian, du hast hier das Sagen? Das ist mir aber neu. Das ist mein kleiner Sohn Timo. Sei bitte ein bisschen netter zu ihm. Julian, aber eigentlich müsstest du ihn doch auch kennen. So viel verändert hat er sich eigentlich nicht. Er ist nur ein bisschen gewachsen und ein bisschen frecher geworden, so wie du. Ach so, sag das doch gleich. Wobei, ich bin ja gerade erst gekommen. Ja, ist kein Problem, wir spielen da zusammen. Komm mal mit. Also, ich zeig dir hier die wichtigsten Sachen Fußball in der Kita spielen. Sonnenschein, okay? Ach, das ist wirklich toll. Jetzt hat Timo einen kleinen Spielkameraden. Julian kriegt das schon hin. Der kennt sich mit kleinen Kindern ja aus. Und ich habe dann umso mehr Zeit, um mich um die anderen Kinder auch noch zu kümmern. Spielst du jetzt mit mir Fußball, bitte? Na, vielleicht später, vielleicht später. Jetzt nicht. Du musst ein paar wichtige Sachen hier in der Kita lernen, okay? Damit du hier auch in Ruhe spielen kannst. Nicht Fußball spielen? Was denn? Also wichtig ist nur, dass du gut turnen kannst. Hier an den Ring, so wie ich, okay? Und hopp. So, jetzt bist du dran. Also, festhalten an den Ring. Aber das kann ich nicht. Ich bin viel zu klein. Timo, das musst du schaffen, sonst wird aus dir kein richtiges Kita-Kind. Das musst du alleine hinbekommen. Los, komm jetzt. Aber Julian, so lang sind meine Arme nicht. Das kann ich nicht. Na gut, okay, ich mache eine Ausnahme. Ich mache eine Ausnahme. Okay, hier. So, ich heb dich noch ein bisschen an. Okay, komm, noch ein Stückchen. Dran. Kommst du dran? Oh, hoffentlich falle ich nicht runter. Sehr gut, Timo, sehr gut. Bleib so, bleib so. Die Stütze kommt hier jetzt weg. Okay, das schaffst du auch so. Oh, das ist total hoch. Okay, perfekt. Erster Schritt getan. So, jetzt muss ich nur noch fallen lassen. Fallen lassen? Mhm. Aua. Oh, Timo, du brauchst doch jetzt nicht weinen. Komm schon, das hast du super gemacht. Los, komm schon, steh auf. Also ich bin schon ziemlich stolz auf dich, muss ich mal so sagen. Also ich hätte auch ziemlich gerne so einen Bruder, aber ich habe ja nur Schwestern. Ich habe eine kleine Schwester Emma. Ich mag die zwar auch, aber ist halt ein Mädchen. Apropos Mädchen, ich zeig dir jetzt hier deine geheimen Feinde in der Kita, okay? Komm mit. Aber gegen die kannst du auch was tun. Warte, ich zeig dir jetzt wie. Hey, Julia, hast du gesehen, Timo? Hast du gesehen? Komm, hau ab. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Och Mann, ich bin ganz nass, meine Haare. Okay, Timo, du hast es gesehen, wie ich es gemacht habe, oder? So, das ist jetzt deine nächste Aufgabe, deine nächste Probe. Das musst du jetzt auch machen, bei Sarah und Kira. Mit dem Eimer? Mhm. Julian, ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Nicht, dass die sauer werden. Ah, mach dir doch keine Sorgen. Einfach nur nass spritzen und dann einfach abhauen. Die sind voll langsam außerdem. Also ich weiß nicht, was das sollte. Ich auch nicht. Warum hat Julian das gemacht? Einfach so, wir haben dem noch gar nichts getan. Hey, ihr da, aufgepasst. Achtung. Ja, was sollte das denn? Jetzt hat er uns auch noch nass gemacht. Na, knirps. Also Timo, ich bin ziemlich stolz auf dich. Ich reiß mich zusammen, ich reiß mich zusammen. Ja, ich hätte niemals gedacht, dass du so schnell lernst. Du, Brigitte, dieser kleine Junge, der hat uns nass gespritzt. Wirklich? Ach, das glaube ich nicht, dass Timo das war. Das würde er doch nicht machen. Er ist doch immer so brav. So, Timo, kann ich dich auch kleiner Bruder nennen? Geht das auch? Ja, und du bist mein großer Bruder. Okay, jetzt kommt die letzte Aufgabe.
Ach, die beiden unterhalten sich doch dann nur. Okay, Julian. Sind ganz lieb. Dann werde ich am besten mal das Frühstück für die Kinder vorbereiten. Die haben sicherlich schon Hunger. Okay, Timo, kommen wir zur Königsdisziplin hier in der Kita. Wie du ins Bällebad kommst und wie du andere rausekelst. Also warte. Ashley, du musst raus aus dem Popelbad. Hallo, raus da. Hast du nicht gehört? Hey, du da. Das ist ganz voll mit Popeln. Ganz, ganz viele Popel. Ah, bitte was? Popel? Oh, war ja sowas von klar wieder. Wie eklig. Ich geh raus. Oh, klasse. Schlag ein, Timo. Jetzt bist du ein richtiges Kita-Kind. Oh, Julian, du weißt so viel. Ja, das stimmt. Also ich weiß einiges. Hab aber auch einige Jahre hier auf dem Buckel. Also zum Sommer höre ich ja hier wahrscheinlich auf, dann gehe ich woanders hin. Aber du kannst das hier übernehmen gerne. Oh, das ist ja wirklich total niedlich. Jetzt zeigt Julian dem Timo auch noch das Bällebad. Das hat er sich so gewünscht. Ach, Julian, ich finde das richtig toll, dass du dich so nett um Timo kümmerst. Ja, und alles hier zeigst. Ich muss mich ja um den Nachwuchs kümmern hier. Mama, wir haben Mädchen geärgert. Und wir haben gesagt, dass Popel hier drin sind. Wie bitte? Was? Was habt ihr gemacht? Das hier ist ein Popelbad. Oh Mann, das hätte ich mir ja fast denken können, dass Julian ihm so einen Blödsinn beibringt. Wie bitte? Was hab ich da? Blödsinn? Das ist überlebenswichtig hier in der Kita. Und der Timo, ich glaube, der wird das schon gut hinbekommen. Also bitte, Blödsinn.